So, wir stehen wieder frei und nämlich auf einem Hügel. Hinter uns ist diese Stadt Monemvasia, sehr, sehr schön. Dort hinten stehen wir, haben eine ruhige Nacht verbracht, ein bisschen windig, aber ansonsten sehr, sehr angenehm. Der Platz dort oben ist sehr begrenzt, also wir sind jetzt drei Autos dort und ja, ein viertes hätte gar keinen Platz mehr. Und dieses kleine Städtchen Monemvasia, das ist eigentlich, das sieht man von hier jetzt nicht, das ist hinter dem Felsen dort, ist es gelegen. Schön, ich blende euch ein Video ein, ein kleines, wo ich dort gedreht habe. Wir sind jetzt auf der Insel Elafonisos auf dem Samos Campingplatz. Es gibt nur einen Campingplatz hier. Im Hintergrund der Eingang. Und ich fahre jetzt mit dem Fahrrad durch den Camping, dann seht ihr, wie es dort aussieht. Ja, das ist der Eingang am Campingplatz. So, da ist der Zeltbereich, also fast Glamping. Wer kein Zelt hat oder einen Camper oder Wohnwagen, Wohnmobil, der ist hier gut bedient. Ja, und die Plätze sehen alle so aus,
Also das ist ein Platz, die 320. Und das ist zum Beispiel ein Platz, die 318. Und entweder stellst du das Zelt hier rein, unter das Dach, oder dein Camper. Und alles asphaltiert. Ja, und das ist unser Platz. Gut geschützt, also sehr angenehm hier unter dem Dach. Nicht so heiß. Aber es sind schon enge, sehr enge und kleine Plätze für so Autos, Fahrzeuge wie wir haben. Ja, da haben sie so Sandhügel. Das sieht aus wie in Tampa Bay in Florida. Aber heute ist auch wieder ein bisschen windig. Am Morgen war besser, jetzt ist Nachmittag. 12:30. Und dann kommt immer so eine leichte Brise. Ja, da sind wir jetzt. Simons Camping. Gehen wir da rauf. Und so sieht es aus, der Strand. Noch freie Liegeplätze. Wunderschön hier. Kristallblaues Wasser. Ja, und die Liegen kosten 10 Euro für den ganzen Tag. Ja, und hinter mir die Berge, also die Hügel. Allzu hoch. Also die Insel ist allgemein nicht so groß. Ich glaube, wenn man rundum fahren will, hast du etwa 10 Minuten mit dem Auto. Also relativ klein. Thank you.
So, ich muss noch das Eis für die Kinder holen. Hier. Die haben hier Gefrierfächer und das Eis ist irgendwo. Ah, genau, da ist es. Super. Ja, dieses Schiff steht schon seit 40 Jahren hier. 1980 ist es hier gestrandet, man vermutet wegen einem technischen Defekt. Und jetzt rostet es vor sich hin. Ja, wir sind jetzt auf der Insel Elafonisos. Campingplatz Seimos. Es gibt nur ein Camping. Clamping. Hier so Hippie-Zelter oder Tipi-Zelter. Zelter. WC-Anlagen hier. Ja, und so stehen wir hier unter dem Baden. Unter dem Baden.